Hallo und herzlich willkommen zur Übung Der Baum des Lebens. Mein Name ist Hans-Martin Beck und ich bin Weltveränderinnenmacher. Ich zeige dir, wie du dein Denken, dein Leben und dann die ganze Welt veränderst. Und damit du überhaupt einen Eindruck davon bekommst, wie groß deine Welt eigentlich ist, habe ich diese Übung erschaffen. Worum geht's dabei ganz konkret? Nun, wir alle sind Kinder des Universums. Wir könnten auch sagen, wir alle sind Kinder von Mutter Universum und Vater Universum. Und warum ausgerechnet von diesen beiden? Weil wir, wenn wir uns in der Natur umschauen, erkennen, dass es immer zwei Faktoren braucht, in der Regel männlich und weiblich, um neues Leben zu erschaffen. Und warum sollte das beim Universum anders sein? Mutter und Vater Universum gehen, wie die Natur auch, verschwenderisch mit ihrer Liebe und Fürsorge für uns Menschen um. Manche Wissenschaftler bezeichnen eine solche Weltanschauung auch als Naturmystik, in der sich alle Zusammenhänge des Lebens aus den Abläufen der Natur ableiten. Und in dieser Weltanschauung möchte die Natur, dass es uns gut geht. Es ist ein Weltbild, das sich durch Fülle, inneren und äußeren Reichtum und vor allem grenzenloser Möglichkeiten für jeden Einzelnen auszeichnet. Und wenn wir schon bei der Natur und den grenzenlosen Möglichkeiten sind, stell dir mal einen Baumsamen vor. Irgendeinen Baumsamen. Rein äußerlich betrachtet unterscheiden sich diese Samen nicht groß. Sie unterscheiden sich vielleicht durch ihre Größe, ihre Farbe, ihre Anmutung, aber siehst du einen Baumsamen rein äußerlich an, was in ihm schlummert? Siehst du ihm an, wie der Baum sich später entwickelt, wie groß, wie dick, wie hoch oder wie widerstandsfähig er wird? Siehst du ihm äußerlich an, welches Potenzial in seinem Samen schlummert? Und jetzt stell dir mal vor, du hättest auch so einen Samen in dir, einen unsichtbaren Faktor, der im übertragenen Sinne für dein ganzes Potenzial steht. Stell dir vor, du könntest einen Blick auf dieses Potenzial werfen und erkennen, was alles in dir schlummert, wie groß, wie schön, wie kraftvoll und wie lebendig du sein könntest, wenn du all das ausbildest, was von Anfang an in dir angelegt wurde. Und eben darum geht es in dieser Übung. Du bekommst ein Bild von diesem Baum. Du wirst spüren und wahrnehmen und dich mit ihm verbinden, damit er dir zeigt, warum du auf dieser Welt bist. Und wenn du einen Baumsamen einpflanzt, brauchst du Erde, Wasser, Licht und Luft. Und genau damit wirst du arbeiten. Ich hatte mir überlegt, ob ich in der Übung von den vier Elementen Feuer, Erde, Wasser, Luft oder doch lieber von Mutter Erde, Mutter Wasser, Vater Sonne und Vater Wind spreche. Und ich habe mich ganz bewusst für Letzteres entschieden. Warum? Der Ausdruck vier Elemente bietet die Möglichkeit, innerlich Abstand zu gewinnen. Denn es sind ja nur Elemente. Und das ist etwas Unpersönliches. So funktioniert aber die Inka-Methode nicht. Sie zeigt dir, wie du Leichtigkeit in dein Leben bringst. Leichtigkeit wird durch Harmonie erzeugt und Harmonie entsteht nicht, wenn ich etwas auf Abstand halte, sondern wenn ich mich damit verbinde und eine Einheit erzeuge. Vater und Mutter kann ich nicht wirklich auf Abstand halten. Und wenn ich von Mutter Erde oder Vater Sonne spreche, baue ich unweigerlich eine Beziehung zu ihnen auf und es fließt Energie. Und genau das ist es doch, was wir benötigen. Zum Schluss noch vier kurze Hinweise in Bezug auf diese Übung. Es ist eine Visualisierungsübung. Folge meiner Stimme, vertraue auf deine Vorstellungskraft und die Bilder, die du vor deinem inneren Auge siehst, müssen nur für dich Sinn ergeben, für niemanden sonst. Du kannst
dich bei der Übung hinsetzen, du kannst dich hinstellen, du kannst dich hinlegen, wie du möchtest. Du kannst die Augen geöffnet oder geschlossen halten und du kannst diese Übung so oft wiederholen, wie du möchtest. Es gibt dabei auch kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein Machen oder ein Nichtmachen. Letzter Punkt. Der Samen, mit dem du gleich arbeiten wirst, befindet sich in deinem Körper auf Höhe des Schwertfortsatzes. Um mit dieser Stelle zu arbeiten, greifst du mit deinen Händen an die äußeren Rippenbögen und du fährst mit deinen Fingern langsam hoch in Richtung des Solarplexus. Und kurz bevor sich deine Finger berühren, spürst du unter den Fingerkuppen ein kugeliges Gebilde. Etwa ein oder zwei Finger breit darunter, in der Mitte deines Körpers. Genau dort befindet sich dein Samen. Mehr zu dieser Übung und wie du das, was du da siehst, tatsächlich auch in dein Leben ziehst, erzähle ich in meinem kostenlosen Live-Workshop. Es macht also wirklich Sinn, daran tatsächlich auch teilzunehmen. Und die Informationen dazu findest du wiederum auf meiner Webseite. Nun wünsche ich dir viel Freude mit dem Baum des Lebens. Mach's gut, bis bald. Ciao, tschüss.